Wir begrüßen beim Fan-Talk der Berliner Morgenpost unseren Kapitän, unsere Nummer 5, Nils! 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 Und unsere Nummer 1, Yoshiko! 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 Ja, ihr seid ein wildes Publikum. Fan-Talk der Morgenpost mit Nils und Yoshiko. Da ist der Captain. Grüß dich, Nils. Hallo, Yoshiko. Grüß dich. Erste Frage an den Kapitän Nils. Das war schon, aus unserer Sicht war es die richtige Antwort auf das, was am Montag passiert ist, oder? Siehst du es auch im direkten Zusammenhang? Ja, Mann. Das hast du schön gesagt. Also im Prinzip, eigentlich so hatte man den Eindruck, es hat euch schon extrem gewurmt, dass das am Montag so gelaufen ist und ihr wolltet heute einen raushauen. Und vor dem Spiel hatte mir Thomas Pech noch gesagt, dass ihr vor allen Dingen besser ins Spiel reinfinden müsst. Habt ihr das nochmal direkt vor dem Spiel dann auch thematisiert? Ja, guck mal, das Bremerhaven-Spiel war wirklich vom ersten Viertel an irgendwie, ich glaube von außen, ein hässliches Spiel. Und da war nicht so viel Intensität drin. Wir haben 2 Tage vorher gegen Ulm gewonnen und dachten, okay, das läuft hier mit derselben Masche, können wir hier nochmal ein Spiel gewinnen. Aber muss ich da neu einstellen. Und das haben wir heute viel besser gemacht. Wir haben gut gereboundet und gerade irgendwie in den ersten 2 Vierteln, glaube ich, 7, 8 Offensiv-Rebounds gekriegt. Das hat uns da auf jeden Fall viel, viel, viel gegeben. Ganz andere, ganz positive Einstellung. Yoshiko, wie lange hast du am Montag oder nach Montag gebraucht, um das irgendwie abzuschütteln, was am Montag passiert ist? Weil es war natürlich auch für dich irgendwie erstmal frustrierend, der erste Auftritt so. Naja, ein bisschen schon natürlich. Es war enttäuschend am Montag. Und ja, aber Coach legt immer viel Wert darauf, dass man immer im Moment ist. Und wenn es vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Man kann sich nicht mehr beeinflussen. Was wir beeinflussen konnten, war das Spiel heute. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir am Anfang super viel Energie gegeben haben. Ob dann Sachen funktionieren oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn man viel Energie gibt, dann gibt man den Sachen auf jeden Fall viel Raum zu funktionieren. Und heute hat es gut funktioniert. Das ist ja Basketballphilosophie, wie du gerade redest, sehr gut. Was hat denn am Anfang wichtig aus deiner Sicht funktioniert, damit das so ein Spiel werden konnte, wie es dann geworden ist? Was ist wichtig in eurem Spiel, was muss klappen? Das Wichtigste heute, finde ich, war, dass wir der Aggressor waren von Sekunde 1. Und es hat sich das ganze Spiel dann fortgetragen. Ja, wenn man einmal aufs Gaspedal tritt und die anderen in der Rückwärtsbewegung sind, das ist immens schwer, dann das Momentum wieder zurückzubekommen. Und das hat Tübingen heute nicht geschafft. Ich glaube, es liegt daran, dass wir am Anfang super viel Energie hatten. Wenn die alle der Aggressor sind und du bist einer von denen, der Anführer, musst du dann irgendwie ein bisschen auf die aufpassen, dass sie nicht überdrehen? Auf Dennis, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen manchmal. Ja, ja. Was droht er? Er freut sich halt sehr. Ja. Aber er bringt auch viel Energie unter den Korb gerade, das ist wichtig, wa? Auf jeden Fall, er bringt so viel Energie und das ist nur positive Energie bisher. Also ich freue mich krass, dass wir ihn im Team haben und ja, so eine Leute sind einfach so. Es gibt Leute, die mal ein bisschen Energie ziehen und andere Leute, die einfach so viel Energie geben und Leute wie er, Luke, Yoshi, Akim, so eine Leute geben dir einfach richtig viel. Ist das Dennis Clifford, der ist ja ein sehr unterhaltsamer Typ, sehr lustiger Typ, ist der auch so nüchtern auf der anderen Seite, dass er das alles schon begreift, was in diesen ersten 3 Spielen auch mit ihm passiert, weil alle haben überlegt, kommt der recht schnell in Europa an, seine erste Station, jetzt scheint er schon voll hier zu sein. Ja, ich glaube, er kann das gut einordnen, ist ein guter, wirklich guter Typ, unglaublich lustig, aber er ist klar im Kopf, so. Also deshalb. Das betonst du so, als wären es andere im Team nicht. Nein, nein, er hat eine gute Einstellung zu sich selbst. Also es war ein Clown auch im Lockerroom, aber er versteht schon, worum es geht und dass es Höhen und Tiefen geben wird. Und ich freue mich krass, dass es für ihn jetzt direkt am Anfang auch so losgeht. Ihr beide persönlich seid auch, glaube ich, schon lange richtig gute Freunde, richtige Buddies. Wie ging das los, Yoshi? Naja, ganz am Anfang war es nicht so. Ganz am Anfang haben wir noch gegeneinander gespielt immer. Und irgendwann haben wir in der NBBL dann zusammengespielt und seitdem musste ich ihn dann fast jeden Tag sehen. Ja. Also klingt eher wie eine erzwungene Freundschaft. Ja, also. Was ist denn so unangenehm an Yoshi? Wir lernen ihn ja jetzt erst kennen, wir denken, das ist ein total netter Typ, aber ist anscheinend nicht so. Ja. Wir haben Zeit für lange Atmer. Nein, das ist sehr angenehm. Yoga. Wir nennen ihn auch Yoga Yoshi. Also du wachst morgens auf und er ist in irgendwelchen Positionen schon, wo das Bein irgendwie hochgezogen wird und hier gedehnt wird. Nein, wir haben viel Spaß miteinander. Aber das scheint ja Boggy zum Beispiel auch schon mitzumachen, oder? Der hat sich ja total verändert, Radosavljevic, wie der jetzt spielt. Wie erklärst du dir das? Boggy,
ich glaube, der ist einfach so ein bisschen, der fühlt sich einfach wohl jetzt. Also für den ist ein Kind kommt, der muss, glaube ich, der darf nicht nervös werden. Der darf auf keinen Fall nervös werden. Also unterstützt ihn bitte, der darf nicht nervös werden. Wir alle können auch was dafür tun, ja? Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall. Jetzt habt ihr in 2 Tagen eine Auswärtsreise vor euch. Es kommen relativ viele Leute mit. Auch von hier irgendjemand, der mit nach Weißenfels fährt. Also ich werde auch mit dabei sein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind mehr als 70 oder so. Also es wird schon ein ganz, ganz anständiger Alba-Block werden. Was erwartet ihr da in Weißenfels? Du hast ja auch schon viel BBL-Erfahrung, Aufsteiger. Aber wie ist das, da zu spielen? Ja, die Halle ist nicht einfach zu spielen. Das ist ein Team, was 4-1 gegen 1 spielt, immer. Traditionell und ja, jetzt heißt es schnell recovern. Ich glaube, die Jungs sind gerade in der Eistonne und ein paar werden auf jeden Fall noch da drin sein. Ja, schnell die Köpfe freikriegen, alles freikriegen, den Körper auch und dann morgen geht's los. Und dann mal schauen, ein bisschen Yoga. Wie lange bleibt man eigentlich in so einer Eistonne drin? Weil es klingt ja schon schmerzhaft. Also ich schaffe es höchstens 10 Sekunden, ich bleibe da gar nicht drin. Aber ich habe auch Jungs gesehen, die sind da 20 Minuten drin. Keine Ahnung, wie die es machen. Wie lange schaffst du, in der Eistonne zu bleiben? Kommt schon drauf an, wie kalt es ist, aber naja, du gehst halt 3 Minuten rein, gehst schnell wieder unter die heiße Dusche und sagst, okay, komm, nochmal. Ich muss nochmal probieren. Und wenn jemand wie Dennis Clifford kommt und so in die Eistonne steigt, dann zischt es doch erstmal, oder wie ist es dann? Ich gehe nicht mit Dennis in eine Eistonne, also keine Angst. Vielleicht nächste Mal. Dankeschön. Nils Giffey, Yoshiko Saibu. Sollen wir dich eine Frage noch? Wichtig für alle Fans. Hast du es eigentlich gerne, wenn wir dich Yoshiko nennen oder wenn wir dich Yoshi nennen? Was ist dir lieber? Yoshi ist super. Yoshi Saibu, Dankeschön.